Herzlich willkommen bei Quizfire. Und hier ist er, der unbestechliche Sebastian Deile. Herzlich willkommen bei Quizfire, die Bude tobt. Quizfire ist die Sendung. Und der Name ist heute Programm. Denn ein wahres Feuerwerk an Fragen prasselt gleich auf unsere fünf Kandidaten hernieder. So, alle müssen antworten. Manche antworten falsch, andere eher richtig und nur einer überlebt. Wer das ist, schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen, unsere heutigen Quizfire-Kandidaten! Bei uns heute der Ex-Boxer und Moderator Axel Schulz! Hallo! Die wunderschöne Schauspielerin Anja Schütte! Und die Legende im deutschen Fußball, Thomas Strunz. Heute bei uns, darf man das sagen? Ja, die Ex-Frau von Hannah Lauterbach, darf man sagen, oder? Nee, ich bin nicht seine Ex-Frau. Aber seine Ex-Freundin? Ja. Okay. Bei uns heute, Jenny Elvers. Und last but not least, eine Showlegende in Deutschland, Ron Williams! Ah, Jenny. Ja, was ist nun? Habe ich mich da jetzt in die Nesseln gesetzt? Ja, sehr. Ich hätte es alle sagen können, nur nicht Ex-Freunde. Nein! Leider verloren. Tut mir so leid. Na ja. Ich werde es versuchen, im Laufe der Show wieder gut zu machen. Gott. Axel! Zwei Fragen, 8 Sekunden pro Frage. Hier Nummer 1. Ja. Welche deutsche Insel ist für ihre Kreidefelsen bekannt? Usedom? Nein, Rügen. Rügen, meine ich doch. Ich war doch noch nicht fertig. Ja. Geht aber schnell, oder? Zweite Frage und vielleicht schon die letzte für Axel Schulz in der Vorrunde. Wer hat bei der Vier-Schanzentournee 2001 und 2002 Geschichte geschrieben? So, den weiß ich jetzt wieder. Sven Hannawald. Sven Hannawald, richtig! Der war nicht schwer. Sven Hannawald. So. Anja, bereit? Ja. Erste Frage. Welches Tier gilt als das Symbol für Frieden? Na, die Taube. Na, die Taube natürlich, so ist es. Und die zweite Frage gleich hinterher. Was graben Indianer aus, wenn sie gegen andere Stämme zu Felde ziehen? Bitte. Kriegsbeil, Tom. Ja, das Tomahawk. Kriegsbeil, richtig! Beim Schuh des Manitou graben sie über den Klappstuhl aus, oder so. Wir haben keinen Kriegsbeil, dann graben wir halt den Klappstuhl aus. So. Zwei Lichter für dich und mit Thomas geht's weiter. Erste Frage für Thomas Strunz in der Vorrunde. Wie bezeichnet man ein Kind ohne Eltern? Waisen. Ja, ein Waise, richtig! Ein weiser Entschluss. Zweite Frage für Thomas. Wie hoch ist der Grundwert von Kreuz beim Skat? 12. 12, richtig! Jenny! Ich kann gar nicht hingucken, ich schäme mich, wirklich. Ja. Ich schäme mich ein bisschen. Hoffentlich geht jetzt keine Skat. Nein, ich hoffe, du verzeihst mir. Deine erste Frage. Welcher Modezar verbirgt sich hinter dem Kürzel YSL? Oh, Yves Saint Laurent. Das ist richtig, Yves Saint Laurent. Okay. Zweite Frage. Wenn jetzt noch eine einfache Frage. Mit welchem Gerät wird der Luftdruck gemessen? Wie heißt das Ding noch? Sag's schnell, 8 Sekunden. Barometer. Barometer, richtig. Sind wir jetzt wieder Freunde? Ja. Nicht, dass ich deine Ex-Freundin werde in dieser Sinn. Ja, eben. Oh Gott, das war knapp, echt. Ron, erste Frage. Wie nennt man die tanzenden Mädchen am Rande eines Footballfeldes? Cheer Girls. We call Cheerleaders. Cheerleader, richtig. Fang nicht wieder an, dich zu beschweren. Some call them Pom-Pom Girls, you know. Fang nicht wieder an, dich zu beschweren, sonst kriegen wir dich nicht. Nein, ich sag nur. Pom-Pom. Zweite Frage, hoffentlich nicht zu leicht für Herr Williams. Bitte schön.
Wer schrieb das Theaterstück Warten auf Godot? Den habe ich sogar persönlich kennengelernt. Das ist der Thomas Beckett. Wie heißt er? Beckett. Vorher Vorname? Beckett. Samuel natürlich. Samuel Beckett. Ja, richtig. Du hast den also persönlich kennengelernt, ja? Ja. Und hast gesagt, hallo Thomas, schön dich zu treffen. Samuel Beckett, ich habe Anja. Thomas. Also, Axel, ein Licht, Anja 2, Thomas 2, Jenny 2. Noch ein bisschen mehr Freunde, stimmt ja. Und Ron auch 2. Damit haben wir die Vorrunde beendet. Wir kommen zur Hauptrunde. Das heißt für unsere Kandidaten hier im Studio, Hände an die Hebel, denn wir starten sofort durch in eine offene Runde. Und zwar mit dieser Frage. Los geht's. Wie viele Kilogramm hat ein Zentner? Ron. 1000. Das ist falsch. 50. Natürlich. Ja, 50, klar. 50 Kilogramm. Ja, ja, ich weiß. Man sagt das eine, meint das andere. I'm sorry, I'm an American. Es gibt's. I'm sorry. Falsch einfach von Ron. Das heißt für uns noch mal eine offene Runde gleich hinterher. Ende an die Hebel. Wir stellen die Privatgespräche ein und schießen los. Welche französische Schlossanlage mit berühmtem Spiegelsaal ist die größte Europas? Ron. Versailles. Das ist richtig. Geht doch. Ich glaube, Thomas Strunz. Thomas, hey. Hast du was gegen mich? Oder was? Nein. Du bist gut, du. Hey. Ja. Na ja, gut. Bitte schön. Die Frage von Thomas Strunz. Welchen Kanzler wählt man durch ein. Moment mal. Welchen Kanzler wählte man durch ein konstruktives Misstrauensvotum ab? Helmut Schmidt, Willy Brandt oder Kurt Georg Kiesinger? Ich glaube, das war der Kollege Nummer A, Helmut Schmidt. Wie alt warst du da? Helmut Kohl. Da war ich 16, glaube ich. Okay, nehmen? Helmut Schmidt nehmen wir. 1982, am 1. Oktober, durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt. Helmut Schmidt, richtig! Ja, bevor die Anja jetzt gar nicht mehr dabei ist und einschläft, nehmen wir die Anja natürlich. Das können wir ja ändern. Ja. Frage für Anja, bitte eine knackige. Knackisch. 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 Wo liegt die Landschaft Brabant? Tschechien und Slowakei, Schweiz und Frankreich oder Belgien und Niederlande? Na? Immer noch so müde? Nein. Nicht mehr. A, würde ich sagen. Tschechien und Slowakei. Ich guck dich jetzt auch nicht an, weil du mich total verwirrst. Warum? Nein, ich guck nicht mehr. Ich gucke weg. Guck mich doch an. Nein. Nein, guck doch her. Ich guck nicht mehr. Tschechien und Slowakei? Ja. Ja? Ja. Wir loggen A, Tschechien und Slowakei ein. Warum willst du mir nicht anschauen? Nee, das mache ich nicht mehr. Nicht, dass es was geholfen hätte, aber zumindest hätte ich dir irgendwie suggerieren können, dass es eigentlich C gewesen wäre. Belgien und Niederlande. Aber ich habe einen. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und wir machen weiter mit einer offenen Runde. Da falsche Antwort von Anja Schüte. Hände an die Hebel und los geht's. Wie oft holte der Rodler Georg Hackl alias Hackl-Schorsch olympisches Gold? Dreimal. Dreimal, jawohl, richtig. Dreimal. Der Axel wollte unbedingt gerade die Frage beantworten. Dann kann er jetzt die mal beantworten. Ja, hat er ganz viel Zeit. So. Okay. Die Frage. Danke. Mal gucken. Wie lange dauerte der 100-jährige Krieg? Oh. Das ist eine Verarschungsfrage. 116 Jahre. Das hoffe ich. 94 Jahre. Oh nee, oder 102 Jahre. Viel zu lange. Eigentlich viel zu lange. Stimmt. Also, tja, ist gut. Na? Ich nehme B, C.
B oder C oder A? 5, 4, 3, 2, 1, Antwort. C. C, 102 Jahre. Loggen wir ein. Und ist richtig, oder? Dann wollen wir mal rechnen. Von 1338 bis 1453. Oh nee, 116 Jahre. Mit Unterbrechungen 116 Jahre wären es gewesen. Gut. Tschüss, Axel, Dankeschön. Axel Schulz musste sich leider verabschieden. Dementsprechend haben wir eine offene Runde vor uns. Hände in die Himmel für die Kandidaten. Und los geht's mit einer offenen Runde. Welcher Feiertag wurde zur Finanzierung der Pflegeversicherung gestrichen? Ein religiöser Feiertag, das weiß ich ganz genau. Die beiden haben geschimpft. Das war nicht Bußenbettag, aber sowas ähnliches. Was habe ich da gerade gehört? Bußenbettag. Ja, das ist richtig. Yeah. Oh. Wir Amerikaner, gell? So blöd sind wir alle. Nein, 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 nein. Alles klar. So, du darfst auswählen, Ron. Thomas. Thomas. Damit die Gleichheit hier wieder geschieht. Aber der weiß doch immer alles, Herr Thomas. Der hält immer nur, und zwar die Frage ist für Thomas Strunz. Strunz. Die Antwort immer sagen. Wie nennt man ein Wort, das vorwärts wie rückwärts gelesen einen Sinn ergibt? Jambus. Palindrom. Oder Anapher. Tja, keine Ahnung. Ich rate jetzt einfach mal. Ah, Jambus. Jambus. Ja. Loggen wir ein. A, Jambus. Anapher bedeutet, wenn zwei aufeinanderfolgende Sätze mit dem gleichen Wort anfangen. Zum Beispiel, wenn ich sage dir jetzt, dass Palindrom richtig gewesen wäre. Und ich schicke dich danach in den Keller. Und so ist es auch. Palindrom wäre es gewesen. Aber er geht nur nicht in den Keller. Es war ja auch nur ein Beispiel. Oh, okay. Ende an die Hebel. Und weiter geht's mit dieser offenen Runde. Aus wie vielen Mitgliedern besteht die Boygroup Backstreet Boys? Fünf. Fünf, richtig, Ron. Ja, Williams würde es alleine machen. Ist das deine Lieblingsband? Nein, ich kenne mich im Singer draus. Das ist immer noch Musik. Jenny, du musst ein Licht verlieren. Jenny, die Frage. Jetzt, wie heißen diese ganzen Backstreet Boys, Jungs? Also frisch. Was wird in der Mathematik unter radizieren verstanden? Ja, ist klar. Wurzel ziehen, abziehen oder mit sich selbst mal nehmen? Also, abziehen ist subtrahieren, selbst mal nehmen ist multiplizieren, kann nur Wurzel ziehen sein, A. Wie waren die Begründungen? Abziehen ist subtrahieren, mit sich selbst mal nehmen ist multiplizieren. Ach, mit sich selbst mal nehmen. A oder C? Jenny! B oder C? Machst du hervorragend, wirklich. C! C! Ich hoffe, mit sich selbst mal im loggen wir ein, oder? Oh, okay. Ja. Ich habe ja noch zwei Lichter. Abziehen, hast du völlig richtig erkannt, ist subtrahieren. Endlich mal, was ich gewusst habe. Mit sich selbst mal nehmen ist natürlich nicht multiplizieren, sondern... Sondern radizieren, würde ich mal sagen. Nicht auf, nicht... Quadrieren. Dann war A damit doch richtig. Damit ist Wurzel ziehen A du bist richtig. Echt du bist ein und C falsch. Was machst du denn? Ich hab dir nur gesagt, dass mit sich selbst multiplizieren... Nicht multiplizieren ist, meinst du? So ist es. Na super. Na, aber jetzt haben wir ja Chancengleichheit für alle geschaffen. Ich traue sowieso keinen Männern. So, jetzt dir auch nicht mehr. Mann. So, Hände in den Hebel, auf eine Runde. Los geht's mit dieser Frage. Schau mich nicht so böse an. Doch. Nein. In welchem Märchen erben drei Söhne eine Mühle, einen Esel und einen Kater? Was? Und dieser Kater hat was an. Na, da hat's aber gedauert, Thomas, hä? Der gestiefelte Kater? Der gestiefelte Kater quasi, richtig. Ja. Jenny wollte gerade beantworten, dann darfst du jetzt die nächste beantworten. Sag mal. Die Männer sind schon schlimm, gell? Nur weil ich eine St. Pauli-Mütze aufhab, ja? Nein. Die beiden. Ein
Danny, bitte schön. 2:1, 2:1. Okay. Unter welchem Künstlernamen ist David Robert Jones in der Musikszene bekannt? Bob Marley, David Bowie oder Tom Jones? Ich bin froh, dass ich nicht dran bin. 2:1, 2:1, 2:1. Lange her, lange her. Gut, lange her. Bob Marley. Jenny. Denke ich mal nicht. David Bowie oder Tom Jones. Sprich mit uns, komm. B oder C? Vielleicht motiviert es dich irgendwie, diesen. Nehmen wir schon mal anschauen. 3, 2, 1. Die St. Pauli-Mütze macht nicht beliebt hier, das stimmt schon. C? Ja. Tom Jones. Ja? Ja. Ja? Ich weiß es nicht, ich rate es ein. Ja? 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 Ja! Ja, wir loggen es ein, Tom Jones. Schrei mir nicht an. Doch, bitte. Du hast es verdient. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Obwohl, vielleicht habe ich es doch verdient, weil wir machen jetzt Werbung. Bis gleich. Oh. Ja. Du, Papa, wie kommen denn da die Streifen ins Eis? Das machen bei Manhattan die Ice Angels. Angel Vanilla und Strawberry machen das Eis noch cremiger. Und Angel Extra Loop sorgt für noch mehr Geschmack. Na dann, lecker! Das neue Manhattan, jetzt noch cremiger und immer mit dem Extra Loop, nur von Schöller. Der Hefter geht nicht mehr. Der Hefter geht nicht mehr. Achtung, der Hefter geht nicht mehr. Der Hefter. Wir müssen das Problem lösen. Büroklammern. Das bringt doch nichts. Dort drauf. Ich drücke ja. Ich habe Heftklammern. Wenn Ihre Netzwerke und Systeme nicht ausfallen können, worüber wollen Sie sich dann aufregen? Unisetter, zuverlässige Infrastruktursoftware von Computer Associates. Wenn Sie sich über jedes Fruchtstück in Ihrem Joghurt so freuen, müssen Sie Jobst wohl im Stehen genießen. Denn Jobst hat so viele saftige Obststücke, dass jeder Löffel ein Treffer ist. Neu, Jobst, der Joghurt voll Obst. KitKat. So günstig, davon kauft man gern mal etwas mehr. Und so lecker, das lässt auch die coolste Katze nicht kalt. KitKat. Günstig und gut. Das gibt ihrer Katze das gewisse Extra. Berauschende Farben mit der Magie des Lichts. Country Colors. Die erste intensive Tönung. Ganz sanft, ganz ohne Ammoniak. Mit glanzverstärkendem Bienenwachs und pflegendem Weizenprotein. Für Farben voller Licht und Glanz. Mein Country Colors. Schwarzkopf. Professional Hair Care for you. Ah, Vitaminschorle. Multifrucht mit Vitamin B-Komplex. Papa, was ist Vitamin B? Vitamin B? Damit kriegt man Sachen, die man sonst nicht kriegt. Echt? Mhm. Jetzt habe ich ganz viel Vitamin B. Kriege ich jetzt dein Rennrad? Erfrischend gesund. Hohes C-Vitaminschorle. Als Multifrucht oder Apfelgrüntee. Deutschland macht Platz im Kühlschrank. Für Cappelletti von Hilcona. So frisch, dass man sie kühlen muss. Hilcona. Für Besseresser. Statistisch gesehen kauft ein Mensch in seinem Leben 10,8 Autos, baut 0,3 Häuser und hat 1,4 Kinder. Für uns ist Ihr Leben keine Statistik. Es ist einzigartig. AXA. Für Ihre Sicherheit. Für Ihr Vermögen. Geroldsteiner gibt es auch ohne Kohlensäure.
Geroldsteiner ohne Kohlensäure aus der Excelsis-Quelle. Geroldsteiner, dein Durst kann was erleben. Rittersport. Einfach gut drauf. Let's get excited. Get excited. Die neue Rittersport Joghurt Rote Grütze. Sommerlich leichter Geschmack von vielen Früchten in weißer Schokolade. Gut drauf mit der neuen Rittersport Joghurt Rote Grütze. Quadratisch, praktisch, gut. You've got a laughter in the eye. And all you want is have fun and make it right. Why don't you do it? 'Cause you live on your own. Zum Verwechseln weiß und schön wie am ersten Tag. So pflegt das neue Coral White Satin. Das Pflegewaschmittel für Weißes. Dottore Carisco, prego, prego, prego. Allora, Giovanni. Claudio. Na, schmeckt's? Sì, sì, isse Müller Crema, Joghurt Amarettini. Cremoso, cremissimo. Isse cremig. Isse Wahnsinn. Jetzt neu von Müller Crema, Joghurt Amarettini. Wahnsinnig cremig. Alles Müller, oder? Was? Ach, tut das gut. Nach einer wilden Jagd auf junge Antilopen, diese Ruhe, gepflegte Gesellschaft, geistreiche Konversation und das unvergleichliche Prickeln eines eiskalten Schwabs. Mmh. Och, nicht zu fassen, Christopher. Mmh. Bin gleich zurück. Hässlich, zugegeben, aber nützlich. Schwabs, erfrischend bissig. Löschen Sie den Durst Ihrer Haut. Die neue Nivea Sun Feuchtigkeitssonnenmilch. Perfekter Sonnenschutz und Feuchtigkeitspflege in einem. Und jetzt gibt es eine neue Erfrischung. Die fruchtig-frischen Limonaden von Schwabs. Mint Lemon und Citrus Fruits. Schwabs, erfrischend bissig. Und jetzt zu eurem Job. Gläser da, Schokoriegel hier. Kinderriegel? Aber ich sehe hier nur Erwachsene. Aber auch die haben den Milchjeeper. Milch was? Na, den Jeeper. Verlangen, Lust. Auf frischen Milchgeschmack? Genau, egal wie alt man ist. Kinderriegel hat den vollen Milchgeschmack aus 5 Milchkammern. Kinderriegel. Wenn dich der Milchjeeper packt. Wenn Sie jetzt alles doppelt sehen, liegt's nicht an Ihren Augen. Sat 1 verdoppelt Ihren Feierabend. Die Quizshow jetzt doppelt um 18 und um 19.40 Uhr. Jetzt neu mit Schlaumeier-Joker. Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie Ihren Partner. Doppelte Spannung, doppelter Spaß. Und das ist doppelt richtig. Doppelte Gewinner, doppelte Gewinner. Die Quizshow, Montag bis Freitag um 18 und um 19.40 Uhr. In Sat 1, powered by Emotion. Komm, Claudia, Verkehrsunfall. Sie stehen immer unter Druck. Sie geben immer 100%. Ein Leben in Bereitschaft. Klinikum Berlin-Mitte. Heute um 20.15 Uhr. In Sat 1. David Robert Jones. Ein wunderschöner Name und gleichzeitig der wirkliche Name eines Künstlers, der uns allen ein Begriff sein dürfte. Auch Jenny, wie ich hoffe. Du hast dich entschieden für? Also ich kenne die alle drei, aber ich habe Tom Jones gesagt. Tom Jones. Bin mir auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch David Bowie ist. Sprich doch noch mal, lieber Ron, den Namen so aus, wie du ihn gerade ausgesprochen hast. David Robert Jones. Jones. Yeah. Dann ist es David Bowie. Hört sich für mich nicht so ganz amerikanisch an, sondern doch eher britisch. Es gut, wäre David Bowie gewesen. Ja, das war... Es war auch Großbritannien, aber es Jenny, ist ich möchte mich nochmal in aller Form bei dir entschuldigen und mich trotzdem sehr, sehr, sehr herzlich bedanken, dass du da warst. Okay? Jenny Elders, meine Damen und Herren! Da waren es nur noch drei. So. Das war nicht schlecht, oder? Timeout-Signal. Das heißt, weg mit euren Lichtern. Wir verschonen Ruddy. Und kommen direkt zur Qualifikation fürs Finale. Das heißt, Hände an die Hebel. Und die ersten zwei von euch, die sich richtig einbassern, sind im Finale. Der Rest ist unten bei Jenny Elvers und ihrer St. Pauli-Mütze. Okay?
Los geht's. In welchem Film spielt Sandra Bullock eine FBI-Agentin, die vermisst wird? Zu was? Ja, sie spielt nur einmal FBI-Agentin und das war eine super Geschichte, aber der deutsche Titel kenne ich leider nicht. Sag Englisch? Ja, I don't know it either, but I know the film. Englisch? Oh no, that's yeah, I know the film, schnell. But the deutsche Titel, I don't know. Shit! Eineinhalb. Und? I can't think of the German. Welches Undercover wäre es gewesen? Yeah. Dankeschön, Roddy Williams. Jetzt haben wir sie alle durch. Roddy abgefrühstückt, Jenny beleidigt und Thomas auch. So. Also, wir haben zwei Finalisten, meine Damen und Herren. Und zwar Anja Schüte und Thomas Strunz. Hände an die Hebel, wir spielen offene Runden im Finale. Wer als erster drei Fragen richtig beantwortet, ist der neue Champion. Wer falsch antwortet, verschafft sein Gegner ein Licht. Und wir starten durch ins Quizfire-Finale. Frage Nummer 1. Wie bezeichnet man ein Eisfeld im Hochgebirge? Gletscher. Gletscher, richtig, ja. 1:0 für Anja. Zweite Frage im Finale. Bitte. Welcher US-Bundesstaat verlieh Sean Borer Fielding 1994 einen Miss-Titel? Was ist das denn? Texas. Texas, du weißt das. Das ist richtig. Ja, Blackout. Dabei steht es 2:0 für Anja. Hier kommt vielleicht schon die letzte Frage. Sollte es Anja schaffen, jetzt den Sack endgültig zuzumachen. Bitte schön. Wie nennt man lehrhafte, oft satirische Tierdichtung in Vers und Prosa? Da können die Tiere auch reden tun. Na, Thomas? Fabel. Jawohl, Fabel, richtig. Und wieder ein Brückenpfeiler mehr. So, 2:1 immer noch für Anja. Vielleicht die letzte Frage. Bitte schön, hier kommt sie. Wie lautet das lateinische Wort für Erde? Gab es mal eine Fernsehsendung, die hieß so ähnlich? Nämlich X. Boah. Da auch was. Terra. Es ist Terra, das ist richtig, Thomas. Mein großes Latinum muss ich ja auszahlen. Du hast ein großes Latinum? Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe. Nein, ja, nicht schlecht. Ja, nicht nur Sonderschule, das ist eben der Unterschied. Ne? Nein, ja. Es steht 2:2, dein Vorsprung ist zwar weg, aber Anja kann es immer noch schaffen. Die letzte Frage für heute. Und los geht's. Welcher Himmelskörper ist für die Gezeiten verantwortlich? Anja! Na, der Mond. Oder, Thomas? Der Mond ist richtig! Thomas, Thomas, Thomas. Es war wirklich sehr spaßig mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Thomas Strunz! Aber unser neuer Champion heute, Anja Schüte! 3.000 Euro! Die Gewinner des heutigen Tages mussten sich durchsetzen gegen Ron Williams, Thomas Strunz und Jenny Elbers. Herzlichen Glückwunsch. Komm zu mir. Komm zu mir. Oh, das wird schwer. So. Herzlichen Glückwunsch und bitte in diese Kamera. Wohin geht das Geld? Ja, ich bin ganz froh, dass es doch noch geklappt hat. Es geht an die Deutsche Muskelschwundhilfe in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was tun konnte. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Anja Schüte, die Gewinnerin des heutigen Tages. Und morgen sehen wir uns wieder bei Quizfire. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend. Anja Schüte! Auch morgen müssen Sie natürlich nicht auf Quizfire verzichten. Dann spielen Georg Uecker, Martin Semmelrogge, Claude Oliver Rudolph, Smudo und Jasmina Filali.